Hallo und herzlich willkommen zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal wirklich mit Vektoren, nicht nur mit der Einleitung, nämlich den linearen Gleichungssystemen, sondern richtig Vektoren. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich ja schon den ersten Mal aufgeschrieben und versuche ich jetzt mal zu zeigen, was das so bedeutet und wie man das jetzt bestimmt. Also, ich habe hier den Vektor AB, der Vektorpfeil ist hier oben drüber, dieser kleine Pfeil. Und AB bedeutet, ihr fangt beim Punkt A an und geht zu Punkt B. Und dieser Vektor gibt euch bloß die Richtung an. Also das ist jetzt im zweidimensionalen, also nicht im dreidimensionalen. Ihr könnt euch das einfach so vorstellen, wie die ganzen Funktionsdarstellungen. Nämlich im zweidimensionalen Bereich, also zum Beispiel ein Blatt Papier. Das hier gibt dann die x-Koordinate an, das hier die y-Koordinate. Das heißt, wenn ihr von Punkt A nach Punkt B geht, müsst ihr erstmal 1 nach rechts gehen, wegen der 1 hier oben, und 2 nach oben. Und dann seid ihr bei Punkt A angelangt, bei Punkt B angelangt. Achtung, ihr fahrt nicht vom Ursprung, ihr fahrt von irgendeinem beliebigen Punkt A zu irgendeinem beliebigen Punkt B. Das heißt, es könnte sein, dass ihr den Punkt A bei minus 298.500 was weiß ich was habt und dann habt ihr B halt entsprechend 1 weiter rechts und 2 weiter oben. Es kann aber genauso gut sein, dass ihr irgendwo anders auf diesem Blatt seid. Also ergibt euch bloß die Richtung an, nicht irgendwas anderes. Ja, andere Bezeichnung, dass man nicht unbedingt zwischen zwei Punkten gehen muss, ist ja auch eigentlich klar, dass man das nicht muss, ne? Ist, Moment, wo ist es? Muss ich gerade mal suchen. Nein, nicht Vektor unter Vektor, das gibt es ja mal gar nicht. So, klein a könnt ihr den zum Beispiel nennen, euren Vektor. Dann nennen wir, wobei wenn wir jetzt vom Dreieck ausgehen, wäre die Strecke ab klein c. Also, ihr kennt ja das, ihr geht von, also ihr habt ein Dreieck, dann nennt man die Strecke klein c, die Hypotenuse, und das ist die Strecke zwischen den Punkten a und b. In dem Fall wären jetzt a und b, also b wäre 1 rechts und 2 über a. Ja, so könnt ihr zum Beispiel euren Vektor angeben, und das könnt ihr dann für jede Seite machen. Und der gibt dann halt das Verhältnis zwischen den Punkten sozusagen an. Ihr könnt dadurch leider nicht genau, jedenfalls noch nicht, die Entfernung zwischen den beiden Punkten bestimmen. Aber ihr, wenn ihr zwei Punkte habt, könnt ihr die auch bestimmen. Sagen wir mal, ihr habt die Punkte, achso, ja, noch was. Vektoren schreibt man immer untereinander, also das hier ist ein Vektor. Und, Moment, ach, jetzt packt das Ding wieder in die Mitte, natürlich. Ich suche. Das hier wäre ein Punkt. Also nebeneinander geschrieben ist es ein Punkt, untereinander geschrieben ist es ein Vektor. Auch nicht unwichtig zu wissen. Also sagen wir mal P. Punkt P. Wo war das jetzt? Hat die Koordinaten 5, 6. Und Punkt Q. Keine Ahnung, warum die immer so heißen. P, Q. P wahrscheinlich wie Punkt Q, weil es der nächste Buchstabe im Alphabet ist. So, jetzt stellen wir mal den Vektor zwischen den Punkten P und Q auf. Das geht gar nicht so schwer, wie man denken würde. Wenn ich es finden würde, Vektor. Ja, tut mir leid, ist ein neues Kapitel, da muss ich mich erstmal wieder mit der Schreibweise zurechtfinden. Ist am Computer nicht ganz so toll, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem Vektoren. Nein, hier ist es nicht. Da. So, jetzt nehmen wir das obere. Also ihr geht von Punkt P zu Punkt Q, nicht umgekehrt. Es ist wichtig, in welcher Reihenfolge die Dinger hier stehen. So, jetzt nehmen wir die x-Koordinate von Q, 9, minus die x-Koordinate von P, also 5, und unten dann entsprechend die y-Koordinate von Q minus die y-Koordinate von P. So, jetzt haben wir hier 9 minus 5, Moment,
mal witzig, weil da gibt es das nicht. Mit den Klammern schon dabei. So. Okay. Das ist jetzt der Vektor zwischen P und Q. Also wir nehmen jetzt mal an, wir sind bei P 5, 6. Ihr könnt es euch auch gerne aufzeichnen. Das hilft vielleicht ein bisschen. Also wir sind jetzt bei 5, 6. Gehen 4 nach rechts, dann sind wir bei 9, 6 und gehen minus 1 nach oben, also 1 nach unten, dann sind wir bei 9, 5. Und dadurch habt ihr den Vektor zwischen P und Q aufgestellt. Also ihr rechnet praktisch die Koordinaten von Q minus die Koordinaten von P, immer der hintere Punkt zuerst. Oder ihr stellt es euch einfach so vor, ich bin bei 5, ich will zu 9. Okay, zwischen 5 und 9 liegen 4. Also ich muss 4 nach rechts. Oder ich muss 4 nach links, wenn ihr andersrum wollt. Ihr könnt es euch auch bildlich versuchen vorzustellen. Oder rechnerisch eben den hinteren Punkt minus den vorderen. Ja, das wäre mal die Einleitung dazu. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass ich Vektoren multiplizieren kann und sie zeigen immer noch in dieselbe Richtung. Das heißt, der Vektor 2, 4 zeigt in dieselbe Richtung wie der Vektor 1, 2. Also wenn ich jetzt 2 nach rechts gehe und 4 nach oben, gehe ich ja im Prinzip in dieselbe Richtung, wie wenn ich 1 nach rechts gehe und 2 nach oben. Ich gehe nur zweimal diesen 1, 2-Vektor hier. Ich hoffe, ihr habt das gerade verstanden, was ich gesagt habe. Also nochmal, wenn ich jetzt den falls hier sowas wie entspricht oder so. Moment. Ja, entspricht. Hier haben wir es. Also entspricht nur bezüglich der Richtung. Wahrscheinlich wird mich gerade jeder Mathelehrer dafür umbringen, aber ich glaube mir, ihr vertraut mir. So, ich gehe 2 nach rechts und 4 nach oben. Das kommt ja aufs selbe raus, also von der Richtung her. Und Vektoren geben ja immer die Richtung an. Wie wenn ich 1 nach rechts gehe und 2 nach oben und dann gleich nochmal 1 nach rechts und 2 nach oben. Ich habe nur mit dem Vektor hier zwei Schritte getan. Und mit dem hier habe ich nur einen Schritt getan. Das heißt, die Richtung dieser beiden Vektoren ist dieselbe, obwohl die Zahlen was anderes sind. Ja, das ganze Ding hat sogar einen Namen. Fällt mir gerade so auf, ist eigentlich auch ein eigenes Kapitel, aber das passt ja gerade so schön rein, weil es relativ einfach ist. Das nennt sich lineare Abhängigkeit oder auch Unabhängigkeit, in dem Fall Abhängigkeit. Ich schreibe das gerade mal kurz hin. Ist gleich k mal, so, also Vektor 1 ist gleich k mal, in dem Fall 0,5 wäre k, k mal Vektor 2, 4. Und wenn für k eine Zahl rauskommt, ich zeige euch gleich oder im nächsten Video noch, wie man das ausrechnet, wenn für k eine Zahl rauskommt, dann sind die linear abhängig und zeigen also in dieselbe Richtung. Also linear abhängig bedeutet, sie zeigen in dieselbe Richtung, wenn für k was Zutreffendes rauskommt. Gut. Ja, ich zeige es euch nur kurz, wie man das ausrechnet. Das hier kann man mal wieder wegmachen. Dann habe ich mehr Platz. Ihr seid nicht so verwirrt, weil hier so viel rumsteht. Okay. Also, ihr habt zwei Gleichungen. Erstens 1, die obere Zahl hier, gleich k mal 2. Und jetzt haut es mich aus der Formel raus, das ist ja mal ganz toll. War aber fast klar. Zweitens, 2 ist gleich k mal 4. Okay. So, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die linearen Gleichungssysteme. Allerdings habt ihr hier nur eine Variable, deswegen, ihr kennt immerhin das Prinzip, dass ihr zwei Gleichungen habt und nur eine Variable. Ja, wir teilen durch 2, dann haben wir hier 0,5 stehen. Und hier k. Und hier teilen wir durch 4. 2 durch 4 ist auch 0,5. Und wenn beides mal hier dasselbe für k rauskommt, dann habt ihr eine lineare Abhängigkeit. Und diese Vektoren zeigen in dieselbe Richtung.
Ihr könnt es auch einfach selber machen, indem ihr einen Vektor mit irgendeiner Zahl eurer Wahl multipliziert. Der zeigt dann garantiert in dieselbe Richtung, es sei denn, ihr habt euch verrechnet. Immer schön dran denken, die obere Zahl und die untere Zahl mit demselben Faktor multiplizieren, dann klappt's. Ja, das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden, waren diesmal sogar die Einführung und ein Thema zusammen. Aber macht doch nichts. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.